Immer schon haben wir Wissenschaft und Archäologie betrieben, um mehr über uns und unsere Welt zu erfahren. Unsere Entdeckungen liefern uns ein Bild von der Geschichte unserer Welt. Doch manchmal entdecken wir seltsame Dinge, die all unser Wissen in Frage stellen. Von vorzeitlichen Riesen in Amerika bis zu außerirdischen Pharaonen im alten Ägypten. Hier sind 10 der umstrittensten Entdeckungen. Nummer 10. Ungeheuer auf Kreta. Auf der griechischen Insel Kreta machten Archäologen eine verblüffende Entdeckung, die unter Wissenschaftlern für heftige Kontroversen sorgte. Der menschliche Fuß ist bekanntlich sehr eigentümlich. Er ist ein charakteristisches Merkmal des Menschen. Als die Wissenschaftler 29 Fußabdrücke auf Kreta fanden, dachten sie daher, sie hätten eine menschliche Siedlung entdeckt. Dann sahen sie, dass der Abdruck eine große Zehe und 3 kleinere Zehen sowie eine Ferse aufwies. Eine Kohlenstoffdatierung ergab, dass die Abdrücke ca. 6 Millionen Jahre alt waren. Eigentlich gilt Afrika als Wiege der Menschheit. Aber stimmt das, wenn es auf Kreta über 6 Millionen Jahre alte Abdrücke gibt? Und wenn das keine Menschen waren, was dann? Humanoide Dinosaurier oder Mensch-Affen-Hybride? Nummer 9. David und Goliath. Vor langer Zeit kämpfte in einem fernen Land ein Junge gegen einen Riesen, der sein Land angegriffen hatte und gewann. Wahrscheinlich kennst du die Geschichte. Sie handelt von David und Goliath und ist weltberühmt. Lange stritten Archäologen und Historiker darüber, ob die Geschichte auf Tatsachen beruht oder nur ein Mythos ist. 2012 entdeckten Archäologen ein 3000 Jahre altes Artefakt. Sie hatten in Kirbet Kayafa eine antike Stadt ausgegraben, die sie für die Heimatstadt des Riesen Goliath halten. In der etwa 30 Kilometer von Jerusalem entfernten Siedlung fanden sie Steinsäulen, Altäre und Schreine, die nahelegen, dass dies der militärische Außenposten war, an dem die legendäre Schlacht stattfand. Für manche ist dies der Beweis dafür, dass dieses Ereignis historisch ist. Andere halten dagegen die Schlacht des legendären Königs David für einen Mythos. Nummer 8. Die Büste der Nofretete. Dies ist die Büste der Nofretete, eine bemalte Statue der Gemahlin des Pharaos Echnaton. Sie wurde vermutlich um 1345 vor Christus von Thutmosis, Ägyptens bedeutendstem Künstler, hergestellt und 1912 von deutschen Archäologen entdeckt. Seitdem ist die Statue eines der am häufigsten kopierten Werke des alten Ägypten und hat Nofretete zu einer der berühmtesten Frauen der Antike gemacht. Aber warum steht sie auf dieser Liste? Die Nofretete-Büste ist umstritten, aber anders als man vermuten sollte. Seit ihrer Entdeckung befand sich die Statue in verschiedenen deutschen Museen. 12 Jahre nach ihrer Entdeckung in Ägypten wurde sie berühmt und die Ägypter wollten sie zurückhaben. Deutschland hatte zwar einen Vertrag mit der ägyptischen Altertumsbehörde, aber der berechtigt es angeblich nicht dazu, die Statue für immer zu behalten. Seitdem wird darum gestritten, wer das antike Artefakt besitzen darf. Nummer 7. Kreuzigungsnägel. Als nächstes haben wir 2 Nägel. Angeblich sind es die Nägel, mit denen Jesus Christus vor 2000 Jahren ans Kreuz genagelt wurde, aber die Sache ist nicht so einfach. Seit Jahrzehnten sind diese Nägel umstritten. Sie wurden in einer unbeschrifteten Kiste im Nachlass des israelischen Anthropologen Nico Haas gefunden. Angeblich gehörten die Nägel einem Priester, der sich wegen seiner Beteiligung an der Kreuzung Jesu schuldig fühlte und die Nägel aufbewahrte. Natürlich lässt sich nicht beweisen, dass es die Nägel sind, mit denen Jesus gekreuzigt wurde. Einige Wissenschaftler glauben jedoch, es könne etwas Wahres dran sein. Sie fanden an den Nägeln Holz- und Knochensplitter, was nahelegt, dass sie tatsächlich bei einer Kreuzigung verwendet wurden. Sie datierten die Nägel auf 33 nach Christus, als Jesus gekreuzigt wurde. Nummer 6. Die älteste Nudel. Die meisten Menschen denken, dass Spaghetti aus Italien stammen. Das Gericht ist so typisch italienisch, dass es schwer vorstellbar ist, dass es nicht die Italiener waren, die es erfunden haben. Aber so ist es.
Die Italiener waren schockiert, als das Wissenschaftsmagazin Nature 2005 berichtete, Überreste der allerersten Nudeln seien in einer Steinzeitsiedlung in China gefunden worden. Die Nachricht ging um die Welt und löste eine heftige Debatte zwischen Chinesen, Italienern, Arabern und allen anderen vermeintlichen Erfindern der beliebten Mahlzeit aus. Der Preis gebührt jedoch tatsächlich den Chinesen. Die antike Nudel stammt aus Laiya, einer Siedlung, die nach einem Erdbeben und einer Sturzflut verlassen wurde. Nach dem Auszug der Bewohner blieb sie durch die Flut nahezu perfekt erhalten. So gut, dass Archäologen bei Ausgrabungen über 4000 Jahre später unversehrte, handgemachte Nudeln fanden. Nummer 5. Der Mystery Stone in New Mexico. Dieser geheimnisvolle Stein, auch Dekalogstein genannt, wurde auf einem Berg tief in der Wüste New Mexikos gefunden. Er trägt eine Inschrift in einer vermutlich ausgestorbenen Sprache und das sorgt für eine Kontroverse. Seit Jahren streiten sich Linguisten darüber, was die Inschrift bedeutet und woher sie stammt. Einige halten den Stein für die fehlende Tafel der biblischen Gebote, andere für die Aufzeichnungen eines griechischen Soldaten, der sich in der Wüste verirrt hatte. Beides würde bedeuten, dass es schon lange vor Kolumbus Kontakte zwischen Europäern und amerikanischen Ureinwohnern gab. Nummer 4. Die Riesen von Cahokia. Cahokia im heutigen Illinois nahe dem Mississippi war von 1000 bis 1400 eine blühende Großstadt. Dort siedelte eine der fortschrittlichsten Zivilisationen mit Landwirtschaft, Kunst und Kultur. Irgendwann wurde die prächtige Stadt überflutet und verlassen. Jetzt ist nur noch Schimmel übrig und Grabstätten der Riesen, die dort lebten. Tatsächlich sollen die Bewohner dieser Stadt Giganten gewesen sein. Angeblich wurden in den Grabhügeln von Cahokia Skelette von Riesen gefunden. Das ist natürlich wissenschaftlich kontrovers. Viele renommierte Wissenschaftler bestreiten die Behauptung, dass die angeblichen Riesenskelette zu Staub zerfielen, als man sie aus ihren Gräbern holte, ist auch nicht gerade hilfreich. Nummer 3. Mittelalterlicher Frauentausch. Bei der Untersuchung des mittelalterlichen Stundenbuchs der Isabella Stewart entdeckten Wissenschaftler einen der ältesten Fälle von Frauentausch. Sie stellten fest, dass ein Bild verändert worden war. Der Ehemann der Besitzerin hatte ein Bild seiner ersten Frau durch eines seiner zweiten Frau Isabella ersetzen lassen. Franz I., Herzog der Bretagne, ließ das Gesicht seiner neuen Frau über das seiner früheren malen, das dort ursprünglich abgebildet war. Die Übermalung war so sorgfältig ausgeführt, dass sie nur mit Hilfe von Infrarottechnik entdeckt werden konnte. Historiker sind uneins, warum Franz so bemüht war, seine erste Frau zu verdecken. Vielleicht hat er ihr etwas angetan und sie dann ersetzt, als wäre nichts geschehen. Nummer 2. Der Runenstein von Kensington. Der faszinierende, 1898 entdeckte Runenstein von Kensington sorgte für Kontroversen unter Wissenschaftlern. Seit er in den Wurzeln einer alten Espe, etwa 25 Kilometer von Alexandria in Minnesota entfernt gefunden wurde, streiten sich die Forscher darüber, was er bedeutet, woher er stammt und wie er nach Nordamerika gelangt ist. Die Steinplatte wiegt etwa 90 Kilo und trägt eine Inschrift auf der Vorderseite. Einige halten Skandinavier aus dem 14. Jahrhundert für die Autoren. Andere glauben, dass es Außerirdische waren. Einige denken, dass der Entdecker Olof Oman die Inschrift gefälscht hat. Seitdem sind über 100 Jahre vergangen und der Stein ist immer noch umstritten. Nummer 1. Das Medaillon des Pharao. Auf Platz 1 steht ein Medaillon, das dem ägyptischen Herrscher Echnaton gehört haben soll. Er ist bekannt als Vater von Tutanchamun und als der Pharao, der die ägyptische Religion auf den Glauben an einen einzigen Gott umstellte. Betrachtet man das Medaillon, versteht man, warum es umstritten ist. Es scheint ein riesiges UFO und einen langköpfigen außerirdischen Herrscher zu zeigen. Das lässt vermuten, dass die alten Ägypter von Außerirdischen regiert wurden, was die Pyramiden erklären würde. Hatten Außerirdische Einfluss auf Echnaton oder war er selbst ein Alien?
Aber niemand weiß, ob das Medaillon existiert. Es tauchte im Internet auf und wurde weiterverbreitet. Pharao Echnaton wird oft mit großem Kopf und mandelförmigen Augen abgebildet, sodass er vielleicht ein außerirdischer Besucher war. Angeblich hatte er eine Genmutation, aber wer weiß? Was meinst du dazu? War der alte Pharao ein Außerirdischer? Lass es uns im Kommentarbereich wissen.